Hallo alle zusammen. In diesem Video zeige ich euch eine Möglichkeit, wie man mithilfe eines CAD-Programms, hier in diesem Falle mit Solid Edge, ein Zahnrad konstruiert. Zuerst wählen wir ein neues Teil aus. Dann wählt man hier in der Menüleiste bei Zeichnen einen Kreis. Dann sperren wir die Fläche mit F3 oder klicken einfach da drauf, damit wir auch hier schön vorne bleiben. Wählen dann hier den Mittelpunkt aus. Dann können wir den Durchmesser eingeben. Wählen wir zum Beispiel 80 mm, drücken auf Enter. Jetzt haben wir die Skizze, damit wir hier aus dieser Auswahl rauskommen, einfach Escape. Dann wählen wir die Skizze, die Fläche quasi hier. Dann können wir das entweder nach vorne oder nach hinten extrudieren, damit wir einen Volumenkörper erzeugen. Wählen wir einfach mal nach hinten. Dann können wir hier jetzt eine Breite auswählen. Das ist jetzt hier in diesem Fall egal. Natürlich müsst ihr das für euer Zahnrad dann später anpassen. Geben wir einfach mal 20 mm ein. Hier unten rechts kann man die verschiedenen Positionen des Körpers immer auswählen. Bei diesem Haus ist das die ISO-Ansicht. Zum Beispiel machen wir einfach mal diese Position. Jetzt müssen wir eine trapezförmige Fläche zum Beispiel erzeugen auf dem Kreis. Dann sperren wir die Fläche erneut, zoomen ein bisschen rein, damit wir das besser im Überblick haben. Dann einfach hier im Mittelpunkt zeichnen wir eine Linie. Das ist auch jetzt egal. In diesem Falle, ich mache einfach mal 7 mm. Hier müssen wir quasi eine trapezförmige Fläche erzeugen. Damit das auch schön sauber aussieht, gehe ich nach rechts 3 mm. Drücke mit der linken Maustaste drauf, damit das auch das annimmt. Nochmal Escape, damit ich raus bin. Dann auf der anderen Seite das gleiche. 3 mm. Dann Enter und dann nochmal Enter. Nochmal Escape. Genau, jetzt müssen wir hier quasi eine trapezförmige Fläche erzeugen. Machen wir einfach mal 9 mm. Wenn das rausragt, ist das kein Problem. Drücken wir Enter, ist akzeptiert und dann unter 70 Grad. Dann nochmal durch Escape raus aus der Auswahl. Dann auf der linken Seite dasselbe. Klicken auf diesen Punkt. Dann die Länge war ja 9 mm. Und der Winkel ist jetzt quasi entgegengesetzt, nicht 70 Grad. Weil so ist das ja 90 Grad, müssen wir quasi 20 Grad dazu rechnen, also 110 Grad. Drücken auf Enter. Dann verbinden wir einfach die zwei Linien miteinander, gehen mit Escape raus. Diesen mittleren Strich können wir entfernen. Brauchen wir nicht mehr, weil jetzt haben wir hier eine Fläche, das können wir wieder nach vorne oder nach hinten extrudieren. Machen wir einfach nach hinten. In diesem Fall müssen wir das auch, damit wir einen Ausschnitt bekommen. Schieben wir das einfach ganz weit raus mit der Maus und dann drücken auf die linke Maustaste. So, jetzt brauchen wir noch einen Kreis. Können wir hier die Fläche sperren und dann einfach einen x-beliebigen Kreis bestimmen. Und dann drauf tun quasi.
Weil wir brauchen das später für die Achse, um eine Achse zu bestimmen. Wir wählen links im Pfadfinder unter Formelementen den Ausschnitt aus, den wir eben gemacht haben. Dann oben in der Menüleiste rechts hier wählen wir dann kreisförmig aus. Dann müssen wir eine Achse bestimmen. Zuerst heben wir die Sperrung auf. Jetzt können wir genau die Achse auswählen. Genau, jetzt wird das ungefähr so gezeigt, wie viele das sind, wie das aussieht. Wir haben hier 15 ausgewählt. Wir können auch zum Beispiel 16 auswählen. Dann sieht das am Ende so aus. Drücken nochmal Escape, damit wir aus der ganzen Auswahl mal weg sind. Und so sieht unser Zahnrad am Ende aus. Ja, das wär's dann auch mit dem Video.